Ja, hallo, schön, dass ihr jetzt dabei seid bei einem eher ungewöhnlichen Video für mich. Ihr seht, ich bin auch noch hier in meinem eigentlich Feierabend-Schlabberdress und habe mich nicht wirklich irgendwo hübsch gemacht, aber gerade eben ist mir wieder so ein bisschen die Hutschnur geplatzt und jetzt muss ich es einfach mal raus. Um was geht's? Es ist recht simpel. Es gab einen Thread im Forum, der nannte sich Gamescom 2016, vielen Dank, hat sich Wargaming einfach nett bedankt für eine schöne Gamescom. Und was passiert? Die typischen Wargaming, ich sag's ganz drastisch, die typischen Wargaming-Idioten, die Community, kommt wieder und anstatt entweder zu sagen, ja cool, war schön in der Gamescom, hat mir auch gefallen oder sonstiges, irgendwas, nein, da wird erstmal beschwert, dass Wargaming ja ausnahmsweise mal keine Bonuscodes oder sonstiges für die, die daheim geblieben sind, zurückgelassen haben. Hey, warum solltet ihr auch was bekommen? Ihr bleibt daheim mit eurem fetten Hintern, macht nichts für die Community. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist es der größte Teil immer noch am Flamen, aber dann noch danach irgendwie battlen, wenn es mal nichts gibt. Aber den freien Panzer, den es ja jetzt erst gab, oder die Bonuscodes oder die Events oder was weiß ich, was es nicht alles gibt, oder im Streamcodes, die man gewinnen kann, das zählt alles nicht. Nein, wichtig ist nur, man selber bekommt jetzt nichts. Wenn man darauf eingeht, was es letztes Jahr gab, ja, Rationen oder so, aber ist gar nicht so wichtig. Es geht ums Prinzip. Um welches Prinzip? Du bleibst daheim, machst nichts, flamest die ganze Zeit und sonstiges. Diese Flame-Kultur, die ist mittlerweile so schlimm. Wargaming postet auf der Facebook-Seite, was weiß ich, irgendwas Premium-Laden. Was kommt als erstes? Nö, Matchmaker ist scheiße. Oder was kommt noch? Der Panzer muss genervt werden. Der Panzer ist zu gut, der Panzer ist zu schlecht. Die Server sind scheiße. Es laggt die ganze Zeit. Ja, mein Gott, es laggt halt einmal. Wenn ich mir denke, ich habe eine so lange Zeit World of Warcraft gespielt, da war das normal, dass ein Server mal laggt. Da hat man schon lustigerweise, da gab es ja schon diesen geflügelten Spruch, never play on a patch day. Wenn es so ist, es ja nicht mal ansatzweise bei World of Tanks. Und wir haben hier ein Free-to-Play-Game. Die machen so viel. Auf der Gamescom haben sie wirklich das sensationell von Organisation gemacht. Man musste so kurz anstehen wie noch nie auf einer Wargaming-Gamescom davor. Man hat unglaublich viele Codes bekommen. Die haben unglaublich viel ins Publikum geschmissen. Die haben sogar Types ins Publikum gegeben, gereicht, weil man nicht, dass man ihnen ja wieder nachsagen kann, die haben sie geschmissen, dass sich wieder irgendjemand kloppt. Nein, die haben Leuten den an die Hand gegeben, dass sie auch wirklich jemand finden, der vielleicht sogar des Wertes oder sonstiges. Die haben eine geile Community-Party an den Start gelegt. Sie haben auf der Community-Party musste man nichts zahlen. Es war alles umsonst, so wie eigentlich für alles. Die machen einen sensationellen Job, die bemühen sich, strengen sich an. Wenn der Server leckt, was soll denn Paris machen? Da ist die Community an Verantwortlichen von Paris, sind auf der Gamescom. Sollen die jetzt irgendwie plötzlich irgendwie den Server irgendwie laufen bringen? Sollen die da hingehen und sich ein Hamsterrad stellen und sagen, ja, jetzt geht er wieder. Totaler Quatsch. Warum kommen diese scheiß Idioten von Community, diese ganz, ganz, ganz kleine Minderheit, immer mehr zum Tragen? Warum verhauen die einem so das Spiel? Für mich selber ist das Spiel so gut, ich mag das Spiel so gern. Und das Einzige, was für mich das Problem an dem Spiel ist, ist diese Idioten da draußen. Da gibt's wirklich, Gott sei Dank, das ist die kleine Minderheit, aber die machen einfach ihr Maul überall auf. Es ist sowas von entsetzlich. Und es tut mir leid, dass das jetzt vielleicht ein bisschen an Krummelt erinnert, das war es nicht, sondern es ist einfach jetzt mal meine Meinung und die muss mal raus. In mir gärt seit Tagen, Wochen und Monaten. Weil jedes Mal, man macht irgendwo was Nettes, man spielt, man argumentiert oder sonstiges und sofort kommt irgendwo einer daher und flamed aus dem Nichts. Ist mir im Stream jetzt auch erst passiert. Ich stream gerade, kommt einer daher und flamed erstmal über Wargaming. Er hat nicht mal Hallo gesagt, nicht mal Hallo Alcaramba, nicht Hallo Chat, kein gar nichts. Der erste Satz ist gleich ein Wargaming-Flame gewesen. Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht mehr, was da passiert. Und die Krux und das Allerbeste ist, der eine, der da vorher gerade im Forum geflammt hat, könnte man ja sagen, okay, der hat jetzt 3000 Spiele gemacht, findet das Spiel scheiße, hat dann aufgehört, was immer noch viel wäre. Nein, der hat über 70.000 Gefechte gemacht, seit er angefangen hat. 70.000! Das ist das Zehnfache von dem, was ich habe. Immer in Relation. Selbst wenn er 5 Minuten nur spielen würde pro Match, was 5 Minuten klappt niemals, das wird bei seinem deutlich mehr sein, weil er dementsprechende WN hat und da dauert ein Match mehr als 5 Minuten. Aber selbst bei nur 5 Minuten spielt er über 230 Tage bisher World of Tanks am Stück. Nicht mit Pausen, 230 Tage am Stück. Heute kommen AAA-Titel raus, 60 Euro.
wenn das da heißt, die Spieler haben eine Spielzeit von 20 Stunden, hey, da ist das geil, 20 Stunden Spielzeit. Der spielt 230 Tage und sagt aber noch, wie schlecht da alles ist. Dann kommt wieder jemand anders daher. Wenn man auf den eingeht, dann kommt er mit was daher von wegen, ja, aber hier, den respektiert man gar nicht, weil man schon so lange dabei ist. Wenn man genauso lange dabei ist, dann kommt die WN-Argumentation. Man darf ja nicht sagen, man hat ja nicht die und die WN. Auch das wurde mir ja schon zum Beispiel auch angedichtet. Ich darf keine Videos machen und Leuten irgendwie das Spiel vermitteln, weil ich habe ja nicht mal eine 2000er WN. Wer sagt denn so einen Scheiß? Also das Thema WN, das Thema Community. Also wegen mir, wie gesagt, Wargaming, lasst bitte das Spiel genauso, wie es ist. Ihr seid auf dem genau richtigen Weg. Aber die Community, die muss irgendwie, da muss was passieren. Da ist es sowas Toxisches, sowas unglaublich Behindertes, habe ich noch nie kennenlernen dürfen und will ich auch eigentlich nicht. Also da muss ich sagen, ich bin echt enttäuscht von manchen da. Für meines Erachtens schweigen auch viel zu viele da draußen noch. Sondern man sollte auch viel mehr loben. Das macht der Deutsche ja sowieso nicht. Man lobt ungern, weil man erwartet ja alles, dass es so ist, wie es ist. Und wenn es gut läuft, dann ist es so und dann gehört es auch so. Aber dass man mal sagt, geil Wargaming, danke, habt ihr toll gemacht. Das kommt viel zu selten den Leuten irgendwie über die Lippen. Und ja, ich hoffe, da passiert mal was. Und wie gesagt, an die Idioten da draußen, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Das sage ich immer ganz drastisch, weil ihr habt es eigentlich gar nicht verdient, so geiles Spiel zu spielen, wie es da der Fall ist, sondern ihr könnt euch aufregen und sonstiges. Und wenn es euch nicht gefällt, dann geht's einfach. Warum könnt ihr nicht einfach gehen? Warum müsst ihr weiterhin immer euch die ganze Zeit aufregen und dann aber gleich noch 4-5 Stunden am Stück suchten, weil das Spiel ja so scheiße ist und weil alles so schlimm ist? Also, ich weiß nicht, das tut mir leid, dass ich heute vielleicht mal so drastische Worte wähle. So bin ich eigentlich auf YouTube normalerweise nicht, da versuche ich so ein bisschen rationaler zu sein, aber wie gesagt, das ist mittlerweile eine Art und hat eine gewisse Manie angenommen, die immer schlimmer wird und ich habe das Gefühl, diese Spirale geht nur nach unten und nicht mehr nach oben und langsam muss man dagegen arbeiten und vielleicht ist das ein Minischritt dahin, dass ich mal meine ganz klare Meinung und Stellung beziehe und diese Wargaming-Flamer einfach bei mir persönlich auch nichts mehr zu suchen haben. Also wenn ich grundlos irgendwelche Flames über Wargaming oder sonstiges über das Spiel sehe, dann werden die auch bei mir mittlerweile gebannt, weil, wie gesagt, wenn jemand produktiv und argumentativ sinnvoll arbeitet, dann gerne. Wenn aber jemand gleich als erstes Satz schreibt, Wargaming scheiße, dann Tschüssikowski. Und das war's von mir.